Es ist Renntag hier im Autodromo José Carlos Pace, wo der große Preis von Brasilien ausgetragen wird. Auf dieser Strecke wurden schon viele Weltmeister gekrönt. Schalten wir also mal runter in die Startaufstellung. Im heutigen Rennen hat Sebastian Vettel die Zügel in der Hand. Er startet von der Pole Position und er hat den Vorteil, auf der sauberen Seite der Strecke zu stehen. Legt er einen guten Start hin, dann wird er nur sehr, sehr schwer aufzuhalten sein. Nach seiner fantastischen Vorstellung gestern wird er dieses Wochenende definitiv weit vorn beenden wollen, hat aber eine Menge Rivalen. Ich glaube nicht, dass er mit einem einfachen Rennen rechnet, besonders nicht, wenn man sich die Teams um ihn herum so ansieht. Die mexikanischen Fans waren außer sich vor Freude nach Sergio Perez' Leistung im letzten Rennen. Der Mann von Force India zeigte seine beste Darbietung der Saison, was auch seiner Position in der Fahrerwertung und vor allen Dingen seinem Punktekonto sehr gut tat. Perez hatte ein großartiges Wochenende und lag mit seinem Force India-Wagen gut in der Spur. Der Wagen wirkte in dieser Saison noch nie so ausgeglichen und Perez geht immer vorsichtig mit seinen Reifen um, was ihm diesmal wirklich weiterbrachte. Ja, Perez und sein Ergebnis aus Mexiko und Mexiko bei mir. Uiuiui, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Sao Paulo. Die Wolken hängen tief. Wir hatten bisher in der Rückrunde nach der Sommerpause, also nach Ungarn, verdammt viel Glück. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr trockene Rennen. Letzte Chance also für das Spiel, uns in der zweiten Saison nochmal Regen zu bescheren. Wir haben ja gesehen, es kann durchaus sein, dass es trocken bleibt. Aber wenn ich mir das hier anschaue, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Denn in Abu Dhabi, wie gesagt, letzte Chance des Spiels, weil in Abu Dhabi erwarte ich keinen Regen. Und ansonsten, die Uhrzeit hat sich an sich nicht weiter geändert. Also wie in den USA und auch in Mexiko liegt ein langer Tag hinter mir. Und ich hoffe einfach mal, dass meine Aufmerksamkeit dann einfach entsprechend dennoch besser sein wird. Und was ich sonst noch so zu sagen habe, Perez, der ist seit dem Update wirklich ganz schön gut drauf. Bei Vettel muss ich nochmal schauen, wie das da war. Also er scheint auch nochmal ein Stück besser zu sein. Perez auf jeden Fall. Was für uns klar ist, eine Sekunde zwischen uns und Verstappen im Qualifying wird im Rennen nicht so eklatant sein. Hier geht's schon los. Ich soll das Rennen mal so langsam beginnen. Entschuldigung nochmal. Also eine Sekunde zwischen uns beiden. Maldonado hat 2 Punkte in der Fahrerwertung Rückstand und McLaren Honda 10 Punkte. Das nochmal zur Auffrischung. Ja, 4 Stops, dachte ich mir irgendwie schon. Das kann ja was werden, aber hoffentlich wirklich nur Trockenreifen. So, ohne Ankündigung habe ich mir jetzt mal einen Schluck gegönnt. Die Stimme wird sich hoffentlich gleich wieder einkriegen. Die hat gehört, oh, schon später, müssen wir mal halb in den Schlafmodus schalten. Aber ja, was ich ausschreibe. Nach den bisherigen Erfahrungen, Punkte sind auf jeden Fall das Ziel. Mehr als Platz 8 wird es wohl nicht. Ich schätze mal Platz 9, 10, 11, 12. So in dem Dreh würde sich halten. Vielleicht etwas Erwartungen zurückschrauben an euch. Aber ich habe natürlich auch Erwartungen an mich selbst. Das sind die Punkte. Also wünsche ich euch viel Spaß beim Rennen hier in Brasilien. Top 4. Ja, ist gut. Wieder den Leerlauf drin. Und ich habe wieder mal instinktiv nach den Reifen geschaut. Also ein Platz schon mal an den Force India verloren. Okay. Ist aber nicht weiter schlimm. Da kommt schon der zweite. Ja gut, das ist Rosberg. Da ist er nach links gekommen. War für uns alle jetzt nicht weiter schlimm. Der Perez hat jetzt Windschatten, deswegen bekommen wir ihn nicht. Und weil wir uns jetzt so ballen hier in den nächsten Kurven, gehe ich mal auf Mager. Wetter bricht. Nee, Jeff, ist nicht dein Ernst. Da vorne gibt's Gebalge. Rosberg weiterhin hinter uns, neben uns. Deswegen kann ich jetzt nicht nach rechts ziehen. Entschuldigung, will bloß mal antäuschen. Ich würde gern bald vorbei. Verstappen nicht abschießen. Wagen noch gefangen. Es war nicht Verstappen, der ist jetzt hinter uns. Okay. In den nächsten 5 Minuten könnte leichter Regen einsetzen. Ja, das finde ich immer noch nicht toll, Jeff. Jetzt habe ich gerade neben der Ideallinie beschleunigt. Gut, Rosberg wäre sowieso vorbeigekommen. Aber dann heißt es jetzt auf jeden Fall Benzin raushauen, weil im Regen sparen wir sowieso. Es fühlt sich schon schlüpfrig an und es sind auch schon Regentropfen auf der Kamera zu sehen. Jetzt ist die Frage, wann müssen wir reinkommen? Ich gehe schon mal auf Intermediates.
Vorne gibt es ein Duell. Rosberg will sich eben jetzt schnellstens nach vorne arbeiten. Für ihn geht es eben um die WM und er hat eben Rückstand und er hat wirklich hier einfach alles zu geben. Es gibt keine doppelten Punkte in Abu Dhabi, also reinhalten. Jetzt haben wir immerhin mal freie Fahrt. Aber ich sollte die vielleicht nicht so sehr abreißen lassen, weil ich eben an denen sehen kann, wann eben die Zeit von Boxenstopp ist auf Intermediates. Also Verstappen ist jetzt womöglich eben Elfter hinter Hülkenberg, weil wir es mal kurz gesehen haben. Ich dachte hier vor einer Runde, der ist gerade neben uns. Aber da war Hülkenberg schon leicht an uns vorbei und deswegen wurde Verstappen hinter uns angezeigt. Oh, hier wird es aber schon derbe feucht auf der Linse. So, mittlerweile habe ich mich auch gefangen. Strecke wird schlechter, das ist klar. Boxenstoppfenster. Boxenstoppfenster öffnet sich in 5 Runden. 5 Runden. Also Runde 7. Alles klar. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Das war abkürzend. Ich bleibe mal auf dem Gas. Jetzt wird es interessant, ob Hülkenberg jetzt schon vorbeikommen kann. An sich hat er den deutlich schnelleren Wagen. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass Rosberg vorbei ist, weil er hätte uns sowieso bekommen. Und so haben wir uns einfach nicht großartig mit ihm abgemüht. Und er hat ja auch schon Perez überholt. Ja, die Hinterreifen, die werden schon arg kalt. Wir kommen jetzt auch Perez näher. Denn Ricciardo wird im Rennen gar kein Thema für uns sein. Also die beiden Force India, Verstappen, vielleicht eben Sauber und auch McLaren. Lass uns dafür sorgen, dass das möglichst lange so bleibt. Das werden wohl hier im Rennen unsere Gegner sein. Vielleicht auch Lotus mit Grosjean oder vielleicht kann doch Maldonado hier noch zuschlagen. Das werden wir einfach alles sehen. Na, jetzt setzen wir den Wagen beim Anbremsen. Verhauen. Hier oben ist der Messpunkt. Wir bekommen keinen DRS, weil wir eben vor Hülkenberg liegen. Oh, 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 das würden wir jetzt wohl nicht schaffen. Die fahren auch nicht rein. Das habe ich mal im Auge behalten. Wird aber schon ganz schön feucht. Auf eine niedrigere Benzinmischung umschalten. So wie im Moment kommen wir eventuell nicht ans Ziel. Ja, nach der DRS-Zone dann. Und dann eben bloß auf den Geraden hochschalten. Ich will hier einfach mehr Schwung holen. Mal schauen, ob es mir gelingt. Nee, Hülkenberg kommt hier so gut durch. Schade. Wir sind jetzt auf P10 gefallen. P10. Hat mich jetzt doch überrascht, dass Hülkenberg da so gut rauskommt. Eine sehr gern von mir gesehene Stelle zum Überholen hat jetzt wieder geklappt. Schön. Sehen wir vorm Regen, falls das Chaos gleich losgeht, nochmal ein paar Duelle. Die haben ja in Austin gefehlt. Und Mexiko haben letztendlich ein paar Punkte gefehlt. Hätte durchaus mehr sein müssen. Okay, uns geht das Benzin aus. Versuch ein wenig früher hochzuschalten. Das sollte etwas Benzin sparen. Weißt du was, Jeff? Schau mal, ich schalte jetzt auf Fett. So, wird jetzt da vorne reingefahren? Ich schätze mal, nächste Runde wird es Zeit sein. Jetzt ist noch keiner drin, wie es aussieht. So, wieder mal verteidigt hier. Aber das hier wird eigentlich noch schwieriger für uns, die da auch wirklich hinter uns zu behalten. Jetzt haben wir mal einen guten Vorsprung und Verstappen macht sich ran. Wir sehen aber, wo wir fahren würden, bei den Force India und eben Verstappen und wer eben dann noch da hinten ist. Verstappen jetzt hinter uns. Team internes Duell um Platz 9. Oh, hier merkt man schon die Feuchtigkeit. Kann da nicht mehr so anbremsen, wie ich das gerne hätte. Tja, werden die Reifen jetzt hier wieder stark abkühlen nach dieser Kurve? So richtig heiß werden die nicht mehr. Vielleicht soll ich diese Runde reinkommen, aber allerspätestens nächste Runde. Nehme ich jetzt mal an. Jetzt war das wieder so komisch verbuggt.
mit dieser Schnellmenüanzeige. Wählten aber auch gerade die Leute auf. Noch nicht drin, habe ich mir schon soweit gedacht. Oh Gott, Reifen lassen aber auch nach. Achtung, wir kommen wieder. Oh, jetzt hat es mal kurz geleckt. Mann, und Nase ab, och Mann. Habt ihr es gesehen? Ich meine, da hat es jetzt gerade ordentlich geleckt. Rückblende könnte ich jetzt verwenden. Doch, doch. Mir war das schon beim Anbremsen Kurve 1 zu blöd. Und auch schon hier, im Ende. Na, es ist nicht ganz ab, sondern bloß vorne der komplette Flap, vorne rechts. Wir verlieren jetzt zwar ordentlich Zeit, aber wir gehen jetzt auf die Intermediates und das werden auch allerspätestens in der nächsten Runde die besten Reifen sein. Schaut mal. Wir fahren jetzt zwar nicht mehr optimal die Kurven, aber die Dinger werden eiskalt. Sehr ärgerlich wäre es jetzt, wenn Verstappen reinkommt. Ich hoffe mal, die fahren wirklich noch eine Runde. Rennen ist noch nicht zu Ende, sehe ich noch nicht so. Wenn es wieder trocken werden sollte. Ah, jetzt kommen die wirklich rein, Mann. Und da wird unsere Crew wieder rumgammeln. Tja, hätte ich vielleicht doch schon eine Runde eher reinkommen sollen. Mein Gefühl hat mir gesagt, ja, aber weil die noch nicht reinkamen, naja. Wir haben schon einige Erfahrungen im Regen gemacht. Mein Gefühl hat mich jetzt nicht getrübt, aber die eine Runde wollte ich noch geben, aber das war vielleicht zu viel. So, 3,5 Sekunden sind verstrichen und die fangen erst an mit Arbeiten. Toll. Fertig, los jetzt. Schöne 10 Sekunden. Die Reifen haben noch Temperatur, jetzt aber auf die Auffahrt aufpassen. Ausfahrt. Nicht hier nochmal die Nase verlieren. Boah, es ist ekelhaft, hier rauszufahren. Jetzt haben wir die komplette Strecke vor uns. Der Sprit wird knapp. Geh es jetzt langsam an, damit wir das Rennen noch zu Ende fahren können. Das kam ja auch noch hinzu. Die Reifen sollten jetzt aber optimal sein. Und obwohl, die sind gerade noch etwas zu warm. Aber so viel Spray wie aufkommt, sollten die jetzt eigentlich perfekt arbeiten. So würde ich das zumindest in der Realität sehen, aber die arbeiten bisher noch nicht perfekt, die sind zu heiß. Fahrer vor mir. Nase vor dir. Über 15 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 30 Runden bis zum Ende des Rennens. Wetterbericht. Die Reifen überhitzen. Na, immerhin bloß leichter Regen, aber warum überhitzen die Reifen noch? Es kommt so viel Wasser auf. Das finde ich ja einfach im Spiel so blöd umgesetzt, dass man einfach nicht anhand der Bedingungen erkennt, welche Reifen gerade richtig sind. Man muss sich entweder auf die KI verlassen oder eben auf die Temperaturanzeige. Letzteres ist verlässlicher. Dein Vordermann ist gerade reingekommen, um Options montieren zu lassen. Vordermann fährt jetzt auf Options. Aber schaut mal, die kühlen ja gar nicht ab, obwohl es hier so nass ist. Das verstehe ich nicht. Naja. Nicht weiter meckern, Beste draus machen. Reinkommen werde ich nicht bei mit Slicks hier, ne. Am Ende wird es eben, weil der Regen noch anhält. Schaut mal, die werden gar nicht kühler vorne. Das ist irgendwie seltsam hier im Spiel. Und schon wieder in Brasilien. Rosberg hat gerade nach einem Überholmanöver die Führung übernommen. Aber wir verlieren doch mehr und mehr auf die da vorne. Aber ich verstehe nicht, warum die Reifen hier überhitzen. Zumindest das, was die Strecke uns optisch wiedergibt. Sollte das eben nicht der Fall sein. Da spielt jetzt auch die kaputte Nase, die wir uns vorhin eingefahren haben, keine Rolle, denn die Reifen sollten hier bei den Bedingungen optimal arbeiten. Tun sie aber nicht. Finde ich wieder ein Fehler des Spiels. Ob das jetzt schon von Anfang an so war, oder ob das jetzt speziell mit dem letzten Update so reingekommen ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall finde ich es Quatsch, dass die Reifen hier in der letzten Runde so stark überhitzt haben. Jetzt ist es schon mal besser, aber schaut mal. Der vorne ist jetzt gelb und der wird hier auf der Geraden nur kaum kälter. Ach, ist das ärgerlich. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Das Rennen ist noch lang, da kann auch viel passieren. Und wieder hat es geleckt. Oh Mann.
Jetzt sind wir immerhin mal nicht mehr Letzter. So, weil ich keine Info bekomme, ich will mal kurz schauen. Die fahren echt alle noch auf den Slicks. Ich verstehe das nicht, klar. Aber die letzte Runde, die war schon eindeutig für mich. Das verstehe ich einfach nicht. Warum die KI damit gut zurechtkommt. Und wir, schaut mal, wie viel Wasser hier hochgewirbelt wird, die Reifen überhitzen. Ist für mich ein ganz klarer Fehler des Spiels. Dass die bei den Bedingungen mit Trockenreifen fahren können. Fahrer vor mir. Maldonado vor dir. Der Abstand beträgt über 15 Sekunden. Noch 28 Runden. Was jetzt interessant wäre, holen wir vielleicht jetzt doch auf, aber die Reifen, die arbeiten einfach nicht richtig. Mann. Codemasters. Motor jetzt auch. Also aktuell sind es wirklich knapp über 15 Sekunden. Oh, hier kann ich nicht so Gas geben, wie es eigentlich sein sollte. Weil die Reifen einfach zu wenig Grip bieten, weil die überhitzen ja immer noch. Zwar nicht mehr so stark wie zu Beginn, aber immer noch. Wetterbericht. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Also steht das Wetter gerade auf Kippe zwischen trocken und eben nass. Sonst würde es uns Chef sagen, ich habe jetzt einfach mal deutlich eher angebremst, weil die meiste Temperatur habe ich jetzt immer beim Anbremsen in die erste Kurve generiert. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit den Reifen. Zur Sicherheit, weil Chef sich gerade unsicher ist mit dem Wetter. Die Boxencrew zieht hier beim nächsten Boxenstopp die Options auf. So, weil ich wieder keine Info bekomme, ich schaue mal kurz nach. Rennleitung, was hat mein Vordermann? Immer noch alle auf Trockenreifen. Der hat auch Trockenreifen, mal schauen, ob wir jetzt mithalten können. Ist ja schön. Also so schön ich eben dynamisches Wetter finde, weil es eben in dieser Saison bisher ganz gut funktioniert hat, auch wenn es noch beileibe nicht optimal ist, so ärgerlich... Gelbe Flaggen, okay. Achtung, da vorne steht einer. Da stand einer. So, Verstappen kommt jetzt rein. Was zieht er sich auf? Sind die jetzt doch alle Regenreifen drauf? Mal schauen, ob Stevens reinkommt. So wie im Moment kommen wir eventuell nicht ans Ziel. Oh, was ist denn hier los? Fahrt ihr Trockenreifen? Ihr kommt damit nicht zurecht oder hat da einer eine kaputte Nase? Kurzes Update zum Thema Reifen. Von unserer Seite sieht alles astrein aus. Sag Bescheid, falls du Probleme bemerkst. Ich glaube, die haben jetzt alle mitbekommen, dass die Reifen falsch sind. Weil so viele wie gerade drin sind. Oh Mann, was für ein chaotisches Rennen, weil Codemasters wieder einen ordentlichen Mist fabriziert hat. Verstappen liegt jetzt vor uns. So, mal kurz geschaut, was haben die denn jetzt? Wir werden es ja nicht gesagt bekommen. Jetzt haben die Intermediates, auf einmal. Weil die Temperaturanzeige bei uns ja bisher immer für Trockenreifen hingewiesen hat, aber das war es einfach nicht. Jetzt sind wir aber direkt wieder am Punkt dran, Verstappen vor uns. Jetzt haben wir uns aber vielleicht die Reifen mit zu viel Temperatur etwas ruiniert. Aber ich hatte die Nase ab. Ich musste ja rein und auf Trockenreifen gehen hatte ich im Gefühl nicht und wäre auch Quatsch gewesen im Blick auf weiteren Regen. Aber die Reifen überhitzen ja immer noch so krass. Das machen die ja selbst bei trockenen Bedingungen nicht. Also laut Spiel sind das hier immer noch die falschen Bedingungen, weil die Reifen... Die Trockenreifen hätten hier in diesen Kurven niemals so viel Temperatur generiert. Was für eine extra Backfolge ist es meiner Meinung nach nicht. Der einzige Anhaltspunkt wäre jetzt zum Beispiel die Temperaturanzeige und das, was wir an aufspritzenden Wasser vor, sagen wir mal, 4 Runden gesehen haben. Ericsson jetzt hinter uns. Oh, ich habe jetzt deutlich eher gebremst, aber wieder komme ich einfach nicht ordentlich in die Kurve rein. Jetzt kommt er hier besser raus. Wetterbericht. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Na toll. Vorne gibt es eben schon deutliche Anzeichen von Abnutzung, weil die Vorderreifen ja schon die ganze Zeit überhitzt haben. Ja, schaut mal, die gewinnen einfach keine Frische. Die sind immer noch verdammt heiß. Also das ist ganz klar Fehler des Spiels.
so eine Situation wie gerade eben, dass wir dann doch wieder auf Platz 11 kommen, das macht das dynamische Wetter einfach so toll. Aber wenn es einfach, jetzt berührt er uns auch noch, wenn es einfach im Spiel so kacke umgesetzt ist, dann bin ich eigentlich wieder gewillt, wie die Grand Prix-Saison, den Grand Prix-Modus bei F1 2014 bei Trockenheit zu fahren. Also ich finde es sehr ärgerlich, was Codemasters hier einfach wieder verschlammt hat. So, ich werde jetzt mal noch eher anbremsen. Aber Verstappen zieht uns ja meilenweit davon. Ich fahre hier schon am Limit. Ich quatsche zwar viel, aber das macht nicht viel aus, finde ich. Fahrer vor mir. Max vor dir. 5 Sekunden Abstand zwischen euch. Sie bauen ihren Vorsprung um 2 Sekunden pro Runde aus. Schaut mal wieder beim Anbremsen näher. Komm, das konnten wir die ganze Zeit. Beim nächsten Stop bekommst du Options. Das Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 2 Runden. 2 Runden. Das konnten wir die ganze Zeit gegen den Force India verwalten. Das habe ich nicht gedrückt. Mann, Spiel. Ich kämpfe hier mit stumpfen Waffen, weil meine Reifen nicht... Was? Gibt's jetzt kein Gas? Weil meine Reifen einfach nicht so arbeiten, wie sie arbeiten sollen. Zur Bestätigung, wir werden Intermediates aufziehen. Mache ich jetzt einfach, weil die Reifen vorne schon eine ordentliche Farbe haben. Und Jeff nicht sagt, dass es gleich wieder trocken wird. Hat er aber recht. Wir denken, dass es in etwa 15 Minuten aufhört zu regnen. 15 Minuten. Damit komme ich aber mit den Reifen nicht durch. Das war jetzt mein Fehler, ganz klar. Aber immerhin gibt's Hoffnung auf Besserung und hoffentlich zieht sich das nicht so wie in Silverstone hinaus. Box, Box, Box. Ja, die Reifen vorne sind tot, mit denen kann ich nicht mehr viel arbeiten, die überhitzen ja ständig noch. Ich komme wieder rein und hoffe einfach mal, dass es noch etwas Chaos gibt, die vielleicht noch einen Boxenstopp mehr machen müssen. Beim Übergang von Intermediate-Reifen auf Trockenreifen kann ja sein, dass die wie eben vorhin einfach das wieder verpasst haben. Kann sein. Darauf spekuliere ich aktuell und von daher sehe ich das Rennen noch nicht als gegessen an. Ich denke nur an Monster, da war es so knapp mit dem 11. Platz. Und im freien Training von Mexiko hatten wir 2 Lecks und hier im Rennen jetzt schon 2. Aber ich habe sie nicht. Ich habe sie nicht mit einer Rückblende ausgemerzt. Wenn es aber ganz krass wird oder nochmal passiert, dann mache ich es aber. Weil es kann nicht sein. Seit dem Update spinnt F1 2015 in Sachen Leistung etwas. Ach, auch schon. Also soundtechnisch, heute hier habe ich noch nichts bemerkt, aber wieder 2 Lecks und diesmal im Rennen. Alonso hinter uns und jetzt scheinen die Reifen zu arbeiten, jetzt wo die das DRS deaktiviert haben. Der Wagen hinter dir fährt im mittleren Drehzahlbereich. Mittlerer Drehzahlbereich beim Wagen hinter dir. Ich werde mal die Reifentemperatur in den nächsten Kurven noch beobachten, aber jetzt scheinen die Reifen so zu arbeiten, wie sie sollen. Meine Hoffnung ist, dass die KI die 15 Minuten nicht übersteht und jetzt nochmal zweimal reinkommen muss, bis es wirklich wieder trocken wird. Und die Reifen haben sich jetzt endlich mal in Runde 14 in den Griff bekommen. Gut, dann mache ich das jetzt zu. Und wir gehen wieder zum normalen Alltag über. Wir haben hier nämlich noch eine Mission zu erledigen. Punkte zu holen ist immer noch mein Ziel. Und deswegen jetzt noch mehr Fokus auf das Renngeschehen. Das haben wir schon im Griff, Jeff. Aber danke für den Hinweis. Wetter berecht. Auf dem Radar können wir sehen, dass es aufklart. Der Regen soll in etwa 15 Minuten aufhören. 15 Minuten immer noch, hat sich also noch nichts getan. Hamilton liegt in Führung. Das war wieder die beste Information, die du uns geben konntest, Jeff. Da vorne, wir holen jetzt auf Steven, so muss das ja auch, wenn wir einfach eine Chance haben wollen. Und mittlerweile arbeiten unsere Reifen auch so, wie das die Strecke optisch wiedergibt.
Eine kleine Erklärung vielleicht am Rande, warum ich vorhin bei Nase ab nicht eine Rückblende verwendet habe. In dem Moment musste ich mal kurz das rechte Auge zumachen, weil es gerade gekrabbelt hat. Und deswegen war ich mir nicht ganz sicher, war da jetzt wirklich ein Lag oder nicht. Und deswegen habe ich darauf einfach mal verzichtet. Der zweite Lag, der war jetzt nicht so schlimm. Alonso ist etwas schneller unterwegs als du. Letzte Runde hast du 3/10 verloren. Also ich habe die Hände nicht vom Lenkrad genommen, als es so am Augapfel gejuckt hat. Aber ich war mir eben nicht ganz sicher, war das wirklich ein Leck, aber dann beim zweiten Mal war ich mir sicher, das war einfach eine Wiederholung. DRS ist jetzt aktiviert. Okay. Dann müssten... Dann müssten wir die härteren Reifen schon mal nicht verwenden. In diesem Rennen. Mal schauen, wie sich das eben mit der Reifentemperatur so verhält. Die Anzeige ist jetzt unabdingbar und zum Glück haben wir einen Kurs gegen den Uhrzeigersinn, deswegen nervt die Anzeige nicht so sehr, weil die meisten Kurven sind einfach entscheidende Linkskurven. Wir können uns aber nicht von Alonso absetzen und an Stevens halten wir gerade. Das ist schlecht. Und meine Hoffnung liegt eben darin, dass die KI auch nochmal irgendwie, vielleicht wird sie nochmal Regenbedingungen geben. Dass hier auch noch irgendwas passiert. Die Hoffnung habe ich. Und wir haben ja gerade erstmal fast Halbzeit des Rennens. Tja, so hätte es von Anfang an sein müssen, als wir mit den Intermediates draußen waren. Viel weniger. Spray kam da auch nicht hoch. Schon, okay. Ah, das wollte ich noch nicht. Das war auf jeden Fall nicht gewollt. Jetzt ist noch Alonso hinter uns. Das sehe ich an der Nasenspitze im Rückspiegel. Alonso muss erst Platz machen. Jetzt versucht er Platz zu machen. Ich sehe es im Rückspiegel. Jetzt ist er vorbei, der Mercedes. Dann werde ich ihn am Ausgang hier beim Bergaufstück vorbeilassen. So, warte noch einen Moment. Und jetzt bekommst du uns sowieso aufgrund des Motors. Ich bleib links. Wehe, du fährst jetzt in die Boxengasse. Ich bleib rechts, okay. Dann fahr bitte links vorbei. Hab gerade nochmal die Boxengasse in Erinnerung gerufen. Falls der jetzt reinkommt und uns abschießt, will ich dem einfach immer entgegenkommen. Es sind noch 2 Runden bis zum nächsten Boxenstopp. Wir ziehen dir die Options auf. Schaut mal, er ist reingekommen. Der Führende. Tja, ist die Frage, weil jetzt die Intermediates im Eimer sind oder weil jetzt schon wieder Trockenbedingungen sind? Der vordere rechte Reifen. Ah. Doch, das tut's. Das tut's ja auch bei mir immer. Der vordere rechte Reifen hat jetzt schon Schwierigkeiten. Hat sich Hamilton jetzt auch einen Schaden eingefangen? Aber schaut mal, die Reifen. Die kommen nicht mehr so ganz runter. Es ist gerade wieder Zeit. Verstappen jetzt drin. Ich werde gleich mal schauen, auf welchen Reifen der ist beim Bergaufstück. Einer der Fahrer von Force India kommt wohl gleich rein. Die Boxencrew macht sich bereit. Ja, und welche Reifen zieht er zum Beispiel Hamilton auf? Die Information könntest du mir mal geben. Oder was macht Verstappen jetzt? Ist doch mein Teamkollege. Oder generell eine Info, was jetzt angebracht wäre. Ich werde jetzt gleich auf Trockenreifen gehen. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir dir Options auf. Ein Glück ist das Schnellmenü eben mittlerweile schnell. So, ich bekomme ja keine Info. Intermediates. Also eine Runde gebe ich dir noch. Und diesmal verlasse ich mich auf mein Gefühl und auf die Anzeige, nicht auf die KI. Eine Runde gebe ich dir noch und dann gehen wir auf Trockenreifen. Aber gut, dass die nochmal auf Intermediates raus sind, denn es wird jetzt gleich eben einen Umschwung geben. Dann wird jetzt Alonso auch nochmal Intermediates draufziehen. Das meinte ich eben. Die Chance muss ich dann einfach noch wahrnehmen. So, jetzt haben wir da vorne Orange. Wie schnell kühlt der Reifen ab? Ist jetzt ein guter Indikator. Und augenscheinlich sehr, sehr langsam. Das finde ich gut. Weil das ist einfach nochmal ein Zeichen dafür, dass wir gleich auf Trockenreifen raus müssen.
nutze diesen Vorteil, um ihn zu überholen. So, jetzt nicht mit Maldonado kollidieren. Na, ja, da vorne klatscht auch deutlich auf. Dass dieser Reifensatz der richtige ist. Es könnte jetzt Zeit für einen Reifenwechsel in der Box sein. Ja, ich komme rein. Das habe ich jetzt vorgehabt, weil ich eben die Temperatur sehe. Und dann sind wir wieder bei Maldonado. Um Platz 14 herum. Das finde ich doch toll. Also das Rennen hat noch einiges zu bieten. Egal, was die anderen jetzt aufziehen, ich gehe jetzt nicht nachschauen in der Rennleitung. Ich komme jetzt rein und ziehe meine Options auf. Und Verstappen ist wieder drin. Na, hoffentlich machen die schnell genug da vorne Platz. Aber Verstappen jetzt schon in der Boxengasse? Hat ja einen riesen Vorsprung. Und hier ist Maldonado als 14. Reifen, jetzt wird auch Maldonado reinkommen, deswegen passe ich mal auf, wie der hier abbremst. Okay. Doch, freie Boxengasse. Naja, aber schaut mal die Reifen an. Die kühlen nicht ab. Jetzt fahren wir kaum. Und die Dinger kühlen einfach nicht ab. Aber was für ein turbulentes Rennen. Also, dann nochmal Boxenstopp und dann durchfahren, wenn es trocken bleibt. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Kalte Reifen gleich. Und die KI fährt teilweise noch weiter. So, vorsichtig Gas geben oder kommt schon gleich das Heck. Die Kurve wird hier noch entscheidend sein. Jetzt müssten wir frische Options haben. Und dann noch die 5% Reifen. Alonso ist knapp vor uns. Naja, ist bloß eine Bestandsaufnahme. Ihr müsst ja alle nochmal rein da vorne. Das ist super und die Trockenreifen sind es auf jeden Fall richtig. Es kommt ja auch kaum Spray auf. Das ist eben die Diskrepanz hier beim Spiel. Das, was das Spiel einem optisch wiedergibt, dass es einfach nicht übereinstimmt, wie die Strecke letztendlich wirklich ist. Und das ist wirklich fatal. Stellt euch mal vor, man fährt eine Profisaison. Man kann die Anzeige da drüben nicht nutzen. Und ja, man kann nicht ständig nachfragen, wie die Reifen, was für ein Zustand die sind, weil der erzählt da einfach so viel bei Wagenzustand. Und deswegen finde ich das Spiel dann in dem Fall wieder überhaupt nicht gelungen. Aber es macht eben auch Spaß, solange es eben trocken ist, zum Beispiel aktuell. Und deswegen werde ich es auch weiterhin spielen, weil es mir immerhin mehr Spaß macht, als dass es mich irgendwie nervt. Weil ich jetzt schon wieder etwas fröhlicher bin. Weil wir auf den richtigen Reifen sind und teilweise müssen da vorne eben noch welche reinkommen. Ich kann jetzt mal nachschauen, wer welche Reifen hat. Bin aber gerade im Rhythmus hier vor dem Infield hier auf dieser Strecke. Deswegen will ich da jetzt mal nicht nachschauen. Ja, Reifen sind nicht optimal temperiert. Aber das eben noch wegen des leichten Regens. Ja, und ich pirsch mich jetzt einfach mal an das Maximum, was mit diesen Reifen bei diesen Bedingungen hier geht, heran. So, Moment, ich will mal nachschauen. Ja, ziemlich oft sind wir in der Rennleitung. Die sind alle auf Trockenreifen da vorne. Alle aktuell. Okay, und Massa ist ausgeschieden. Das überrascht mich jetzt dann doch etwas. Obwohl, der soll ja vorbei, obwohl der ist noch ziemlich weit hinter uns. Also wenn es wirklich trocken ist, werden wir hier am besten zu euch kommen. Aktuell kann ich noch nicht den Bremspunkt nehmen, den ich zu Beginn des Rennens mit Trockenreifen hatte. So, du hast doch DRS, ne? Also fahr doch bitte mal vorbei. Und da ist er. So, jetzt heißt es, nicht durch die Überrundung zu viel zu verlieren. Weil jetzt ist die entscheidende Rennphase angebrochen. Ich hoffe mal, Maldonado kann das Chaos nicht nutzen und in die Punkte fahren. Weil dann wird Abu Dhabi ja noch spannender und noch schwieriger.
Alonso kommt uns jetzt gut näher. So soll es ja auch sein. Mal kurz etwas Hinterreifen angewärmt, war aber ungewollt. Blaue Flagge macht dem Fahrer hinter dir Platz zum Überholen. Aber immerhin kommen die blauen Flaggen an einer recht verträglichen Stelle. Er ist noch gut hinter uns. Dann wieder in der zweiten DS-Zone, bitte. Ist noch zu weit weg. Ja, ich muss noch eher anbremsen. Sonne kommt langsam raus. Als eben Runde 2, 3. So, jetzt siehst du bitte. Wetter bricht. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Fein. Dann bitte aber jetzt mal komplett trocken, weil die Bedingungen sind noch nicht optimal. Jetzt haben wir wieder etwas Luft nach hinten. Boxenstoppfenster. Du hast 4 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Beim nächsten Boxenstopp wechseln wir auf Primes. Noch 14 Runden. Um durchzufahren, ja? Na, werde ich mir mal überlegen, weil die Box errechnet das mittlerweile in diesem Spiel schon ziemlich genau, wann wir reinkommen müssen und wann nicht. Und welche Strategie wir fahren sollten. Wer weiß, was in Mexiko gewesen wäre, wenn wir uns an die 4 Stops gehalten hätten. Dann hätte ich auch in den letzten Runden die 3 Sekunden vielleicht halten können, aber das ist einfach mal wieder der Konjunktiv. Also aktuell sehen die Reifen noch tipptopp aus, deswegen gehe ich mal noch davon aus, dass wir nur noch einmal reinkommen und dann eben zum Schluss die Options haben. Das war etwas später als in der letzten Runde, muss ich gestehen. Aber es ist schon besser geworden. Vordere linke Reifen ist dadurch farbig geworden. Alonso ist aber dennoch ganz schön weit vorne. Fahrer vor mir. Alonso vor dir. 4 Sekunden Abstand zwischen euch. Du verlierst etwa 1,6 Sekunden. Noch 13. So viel? Es hat schon wieder geleckt. Habt ihr es gesehen auf diesem kleinen Stück Geraden? Mann, ist das ärgerlich, Spiel. Man stelle sich vor, das Spiel wäre noch Rückblenden begrenzt. Was soll man dann machen? Zum Beispiel in Suzuka, wenn es dann in den SS anfängt zu laggen. Und das liegt nicht an meinem PC. Ich habe es einfach mal getestet. Ist wieder aufgetreten. Und bei anderen Spielen habe ich überhaupt gar keine Probleme mit irgendwas. Und besonders anspruchsvoll ist F1 nun nicht. Anspruchsvoll im Sinne von Hardware hungrig. Anspruchsvoll im Sinne von Konzentration und entsprechendes Fahren schon eher. Unser Benzinstand ist jetzt bei 15 Kilo. Es sind noch 15 Kilo Benzin übrig. So, Rosberg, gib mir mal DS. Habe ich jetzt mal etwas anders gelöst. Um einfach noch mehr mitzunehmen nach diesem Fehler vorhin wieder. Wetter bricht. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Jetzt sollte es auch trocken bleiben. Ja, Sonne kommt mehr raus. Man sieht sie ab und zu mal durchscheinen. Das ist gut, das muss so sein. Und ich komme jetzt auch wirklich besser zurecht. Hier sieht man auch wieder leichten Sonnenschein durch die Wolken. Wir können gerade noch Rosberg mithalten. Oben wird er wieder mehr davonziehen. Und auch hier schon, weil er mehr Abtrieb hat und eben auch noch mehr Geschwindigkeit, ganz klar, es ist ja ein Mercedes. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Tja, was ist noch drin? Boxenstoppfenster. Ja, jetzt sind wir gerade an so einer Schwelle. Beim nächsten Boxenstopp wechseln wir auf Primes. Jeff ist aber noch irgendwie unsicher. Also ist gerade eine Schwelle, da wird sogar blau. Die Schwelle zwischen Options und Primes beim nächsten Boxenstopp, beim letzten. Und aktuell würde ich dann doch zu den Primes tendieren. Wenn die beispielsweise 13 Runden halten, bis sie wirklich schon orange wären, tippe ich jetzt einfach mal. Dann werden die weicheren vielleicht 9 Runden maximal halten. Gut, wir wurden jetzt einmal überrundet.
Ja, ist schwierig. Müssen wir weiter beobachten. Wir fahren ja noch mindestens zwei Runden, würde ich meinen. Von der Stevens. Bin jetzt mal bewusst im dritten Gang geblieben, weil ich die Kurve etwas zu schnell angefahren habe. Und da habe ich Übersteuern vermerkt. Ja, bestenfalls überholen uns auf der zweiten Geraden, aber vielleicht können wir auf der zweiten Geraden Stevens bekommen. Die Crew bei McLaren bereitet sich auf einen Boxenstopp vor. Ich werde Options auswählen. Ist wohl die letzte Chance auf Punkte. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Gut, die anderen werden auch nicht öfter reinkommen. Verstappen kommt wohl beim in diesem Umlauf rein. Boxenstoppfenster. Beim nächsten Boxenstopp wechseln wir auf Primes. Es sind jetzt noch 10 Runden zu fahren. Ja, für den gibt es eine Überrundung. Ich will dich innen vorbeilassen, nicht auf beiden Seiten. Was macht denn ihr? Auf beiden Seiten ist nicht euer Ernst, oder? Was soll ich denn da machen, hey? Ja, so hat sich damals auch Ricardo Zonta gefühlt. So, wir fahren jetzt noch 10 Runden, gleich noch 9, aber wir fahren ja eine Runde weniger. Ich riskiere es einfach mal. Was habe ich schon jetzt zu verlieren? Aber wir haben gar keine Frischen mehr. Maximale Verwirrung für die Crew, mal schauen, was die uns jetzt aufziehen. Die haben hier schon zwei schnelle Runden drauf. Das ist mir gerade nochmal in den Sinn gekommen, deswegen doch Primes. Es ist irgendwie ein verrücktes Rennen, weil eben Regen wieder reinkam. Und das Spiel so komisch reagiert hat. Bestenfalls kommen die anderen nochmal rein, aber ich glaub's nicht. Oh, die fahren ja auch deutlich langsamer, okay. Aber ich hab's gerade auch etwas übertrieben. Hinter uns ist Mary, nehme ich an. Oder einer, der überrunden will. Und da gab es wieder roten Rauch, weil im Dreck gewesen und dann das Rücklicht, schätze ich mal. Jetzt ist das Wetter ja schon wirklich herrlich. Es ist ein Ferrari. Dann klinke ich mich mal wieder ein. Hinten haben wir jetzt nämlich etwas Luft und vielleicht bekomme ich ja noch DRS. Also die Reifen kann ich jetzt vernichten. Nicht mit Bremsplatten, aber ich kann die jetzt richtig ausreizen. Benzin haben wir auch noch mehr als genug über, wenn wir nämlich überrundet wurden. Sind wir ja. Stevens werden wir noch bekommen. Aber das Rennen ist dann wohl jetzt doch schon gegessen. Die sind dann doch beim Übergang von Regen auf Trocken leider nicht zu unseren Gunsten reingekommen. Also reingekommen, die haben die falschen Reifen aufgezogen, sagen wir es mal so. Aber da sieht man mal wieder, das ist nicht unbedingt eine Frage der KI. Wir konnten uns ja vor Alonso halten. Und unseren Vordermann, den Männer, den konnten wir nicht ganz einholen. Also konnten wir schon gleich halten. Hat man aber gesehen, ist vielleicht einfach die Erfahrung, die mir noch bei Regen fehlt. Aber es ist nicht unbedingt eine Übermacht an der KI. Also die KI hatte die gleichen Bedingungen wie wir. Bloß wir haben sie eben anders wahrgenommen. Wir sind eben früher auf Intermediates gegangen, musste ich ja. Das musste ich ja, weil Flügel angeschlagen war und ich nicht nochmal reinkommen wollte in den nächsten zwei Runden.
Aber so krass der Unterschied, wie einfach die Strecke optisch aussah und wie sie letztendlich wirklich war. Tja, der hat das Spiel was verbockt und das... Und das war bei der KI auch nicht anders. Die haben sich einfach an die Reifen... Die haben sich einfach an die Reifentemperaturen gehalten. So, und jetzt fahren wir weiter. Heißt 8 Runden, wir fahren noch 7, aber einmal berundet heißt 6. Hamilton liegt in Führung. Dann gibt es zwar wohl noch ein ungleiches Überholmanöver, aber immerhin etwas. Fahrer hinter mir. Wollte ich jetzt einfach mal Interesse habe hören. So, auf den nächsten Geraden bekommen wir ihn spätestens. Wir liegen nur eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir. Sieh zu, ob du nicht mit DRS vorbeikommst. Ich will mehr Schwung holen. Ist mir nur bedingt geglückt. Aber jetzt Windschatten und DRS und Fett. Das schaffen wir locker. Na, so locker vielleicht doch nicht. Wir wollen uns hier nicht rausdrängeln, ist ja Quatsch auf der Position. Fahrer vor mir. Alonso liegt vor dir. 6 Sekunden Abstand zwischen euch. Du holst pro Runde 1 Sekunde auf. Gute Leistung. Noch 6 Runden. Ja, dann nochmal ran an Alonso. Das kommt jetzt weg. Da vorne der nächste Punkt, das ist Alonso. Ist die Hinterachse leicht stehen geblieben? War ich gefühlt etwas zu spät auf der Bremse? Was ist denn das jetzt wieder? Reifen natürlich kein Thema, die halten bis zum Schluss. Und in den letzten Runden hat es auch nicht mehr geleckt. Jetzt schauen wir einfach mal rundenzeitmäßig, was letztendlich drin gewesen wäre. Also schnell fahren und dann schauen wir einfach mal, wo wir hätten landen können. Punkte hake ich jetzt wo ab, außer es passiert noch was ganz Großes. Einer ausgeschieden, das war ja Massa. Ein großer eben. Wäre für die Punkte entscheidend gewesen. Aber davon sind wir entfernt. Ich hoffe mal, Verstappen holt welche und Maldonado eben keiner. Status Teamkollege? Gibt's nämlich nicht. Leider auch nicht versteckt. Jetzt hat er uns ein Positionsupdate gegeben. Wir holen den Wagen vor uns ein, aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Ja, man sieht schon leichte Veränderung. Man sieht schon Veränderungen an der Oberfläche. Also noch eine knappe Runde im Voraus. Die genaue Anzeige haben wir hier. Eine Runde haben wir ja gewissermaßen gespart. Das geht jetzt so schnell, da kann man das auch mal in der Kurve vorstellen. Wenn es denn funktioniert. Wir haben auch schon mal die Bremsbalance umgestellt. Dabei habe ich das nie und nimmer gedrückt. Da bin ich mir ganz sicher. Alonso bekommen wir wohl nicht mehr. Der Abstand ist noch zu groß. Ich habe ihn gerade eben auf der Karte gesehen.
Aber wir fahren jetzt einfach so schnell es geht. Klar, was auch sonst. Na. Ja, weil das Menü so rumspackt optisch, verstellst das auch nicht immer richtig. Ich weiß, ich muss dann einfach dreimal nach oben drücken, um auf Fett zu kommen. Wenn es zum Beispiel auf Standard steht. Aber es macht es auch nicht immer. Ja, aber irgendwie schade, das richtig einzig, richtig tolle Rennen in Brasilien hatte ich hier, seit ich den Kanal hier gestartet habe. Seitdem ich diesen Kanal hier gestartet habe. Die Worte gehören auch ausgesprochen. Eigentlich bloß im Grand Prix-Modus, als wir eben das Wetter auf sonnig gestellt haben. Also kein dynamisches Wetter. Und hier hat es uns auch wieder das Rennen verhauen. Schade. Ich warte immer noch hier bei FIND 2015 auf ein angenehmes Rennen in Brasilien. Letztes Rennen in McLaren hatten wir teilweise komplett Regen. Und hier hatten wir eben diesen Fehler im Spiel. Ja, Stevens ist aber eine ganze Kurve hinter uns. Schade, mal schauen, wie es in der dritten Saison wird. Es sind gerade einmal 5% des Startbenzins übrig. 5%. Alonso bekommen wir jetzt auch nicht mehr. Vielleicht hat er auch die weicheren Reifen. Will ich aber jetzt nicht nachschauen. Blaue Flaggen. Kommt da hinten jetzt gleich einer an? Wir fahren jetzt nämlich unsere letzte Runde. Und die würde ich gerne noch als Bestzeit abliefern. Da war aber schon der Randstein im Weg. Benzin haben wir ja noch genug für die letzte Runde. Wir wurden ja berundet. Hamilton führt das Rennen an. Reifen bekommen langsam Farbe. Die Anzeige behalte ich im Auge. Ich will ja nicht noch von Stevens blöd gekascht werden. Das Randsteingeräusch wieder beim Anbremsen. Blaue Flagge, ich bin... Hinter dir Platz zum Überholen. Nö, jetzt nicht mehr. Ich bin gleich mal gespannt, wo Verstappen und wo Maldonado ist. Das wird auch für euch noch spannend sein. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil dann kommt ja eben das letzte ran. Alonso hat schon mal keine Punkte geholt. Und schaffen wir es noch auf Fett? Wir haben noch 0,05 Abstand, bis der Wagen stottert. Na, es wird noch. Aber keine Verbesserung mehr und wieder einfach rüberzieht der Herr Autopilot. Tja, platzierungsmäßig enttäuschend. Weil eben keine Punkte, weil das Rennen einfach durch den Regen und den Fehler des Spiels so beeinflusst war. War schon wieder sehr seltsam. Lewis Hamilton gewinnt das heutige Rennen und damit auch den WM-Titel. Was für eine tolle Leistung des britischen Fahrers. Wir wussten, dass Hamilton ein guter Fahrer ist und dass er mit dem richtigen Auto und ein wenig Glück noch einmal Weltmeister werden kann. Und genau das hat er jetzt gezeigt. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Es hat aber wieder ordentlich Strafen gegeben, was wir da wieder aufblinken sehen. Wenn wir uns schon mal anschauen, das war bestimmt die letzte Runde, als wir gesehen haben, als so viele in die Box gefahren sind und wir wieder Elfter waren. Es gab keine Positionsverschiebungen, zumindest nicht mit Bottas da vorne, weil der hatte ja genügend Abstand. Mal schauen. Ja, und bei den anderen, ah nee. Achso, bei den anderen, ja, sehen wir ja bloß plus eine Runde, weil die überrundet wurden. Gewonnen hat Hamilton vor Vettel letztendlich, Rosberg noch starker Dritter geworden. Aber es gibt nur 25 Punkte beim letzten Rennen und der hatte ja schon, wie viel waren es, 23 Punkte Rückstand nach dem letzten Rennen und vor eben diesem hier. Aber Kvyat, schaut mal, fünfter Platz, der macht uns nochmal in Sachen Fahrerwertung Angst. Wir müssen ja bloß vor Maldonado liegen und was eben toll ist, Verstappen hat zwei wichtige Punkte geholt. Button hat kein geholt, also haben wir jetzt 12 Punkte Vorsprung und das sollte uns, falls wir Maldonado nicht hinter uns halten sollten, auf jeden Fall die Möglichkeit geben im nächsten Jahr, dass ich euch wirklich dann Lotus, Sauber und Force India anbieten kann, so wie es ja auch im Abstimmungsvideo ist. Aber die Zweitstimme habe ich eben für den Fall, dass wir hinter Maldonado kommen und auch hinter McLaren gegeben. Einfach nochmal zur Absicherung, dass eure Stimme nicht wertlos ist. So, Perez, der wurde noch Zehnter.
Elfter eben Button, Ericsson, Maldonado plus 13 und Maldonado hat auch eine Strafe bekommen. Oh Gott, wie viele Strafen es hier hinten gibt und wir haben keine bekommen, diesmal nicht. Vor uns ist ja toll, 6 Fahrer vor uns mit Strafen. Man stelle sich mal vor, wir wären 17er gewesen und alle Wagen direkt vor uns und wir hätten vielleicht 5 davon bekommen, aber egal, ist bloß mal wieder unsinniger Konjunktiv. 4 Stops, Verstappen hat 5 hingelegt. Okay, aber er hat eben Punkte geholt, weil er eben auch beim Regen besser zurechtkam. Und bei uns das Spiel, ja gut, für uns alle hat es einfach gesponnen, bloß die KI verlässt sich stur auf die Temperaturanzeige und ich mich eben auf mein Gefühl auf der Strecke und eben auch auf die Temperaturanzeige. Und vielleicht richte ich mich eben ab und zu auch mal nach der KI. So, was gab's denn hier? Zum Schluss war Verstappen auf den Primes, die da vorne waren auf den Options. Okay, die können damit einfach besser haushalten, scheint so. Stevens und Mary auch auf den Options. Okay. Gelbe Flagge ignoriert. Das kann durchaus die Runde sein. Schwere Kollision mit Valtteri Bottas. Dann hier Kollision mit dem Herrn Berg vom Hülk. Maldonado hat die gelbe Flagge, wahrscheinlich eben genau diese ignoriert, genauso wie Nasser und Ericsson. Schwere Kollision mit Alonso. Da unten Alonso. Gleiche Runde, schwere Kollision. Es ist einfach herrlich. Und dann war aber schon Schluss. Na gut, das war also das chaotische und von mir nicht so vorgestellte Rennen in Brasilien. Ein Glückwunsch, wie schon gesagt, an Hamilton. Er ist Weltmeister geworden. In unserer ersten Saison war es ja Rosberg und hier hat sich das Blatt einfach mal gewendet. Und da unten seht ihr es schon, eben der Gewinner an diesem Tag, Daniel Kvyat, ist jetzt auch mit uns auf einmal gleich auf. Aber für uns wird eben interessant, Maldonado, wir haben jetzt 2 Punkte Vorsprung. Wenn wir beispielsweise keine Punkte mitnehmen und er 10. wird in Abu Dhabi, dann sind wir vor ihm. Wird er 9. und wir haben keine Punkte, dann ist er vorne aufgrund des 3. Platzes in Monaco. Tja, dann ist aber noch die Frage, was machen die beiden McLaren, also Button und Alonso, zusammen? Das sehen wir gleich noch, müssen die eben noch Punkte gut machen, aber zur Vollständigkeit Vollständigkeit halber werde ich nochmal kurz hier den Rest einblenden. Perez ist eben seit Mexiko auch ganz gut drauf. Er hat einfach durch das Update aufgeholt. Da haben sie ja wirklich was gut gemacht mit dem letzten Update, die Jungs von Codemasters, die Jungs und Mädels. Und hier nochmal der Stand bei den Teams. Da vorne braucht sich Red Bull keine Gedanken machen. Und dahinter, ja gut, Lotus und eben Sauber haben auch einen guten Abstand. Und dann kommen eben wir 12 Punkte vor McLaren Honda. Also, wenn wir keine Punkte holen, muss McLaren irgendwie 12 Punkte zusammenkramen. Jeder 6. Wir haben zweimal 8 Punkte in jeweils einem Rennen geholt. Also würden wir bei Punktgleichheit, sofern die eben nicht einer mehr als 8 Punkte holen, vor McLaren Honda liegen und das ist eben entscheidend. Also Stand jetzt sieht es ganz danach aus, dass wenn ihr für Lotus in Folge 105,5 gestimmt habt, dass eure Erststimme Lotus auch zählt. Aber vielleicht passiert ja in Abu Dhabi noch was, wie eben hier mit dem Wetter. Punkte gab es ja leider nicht, aber dafür die Auflösung für die Karawane beim Bergaufstück. Wir fahren hier bei Valtteri Bottas mit und ich lasse es einfach mal so stehen. Da kann man dem Mercedes, der aus der Box kommt, keine Schuld zusprechen. Der wollte einfach überholen, der Bottas, und ist dann einfach in den Mercedes reingefahren. Einfach stur, stumpf und da war die Nase ab. Also da fragt man sich wieder, was das soll. Na klar, dann ist eben ein Wagen wieder langsam auf der Strecke, das kennen wir ja schon. Und ja, was soll schon passieren, als dass eben jemand von hinten kommt. Eine langsame Kurve, ein Foss India, der hineinbrettert und jetzt haben wir schon 2, die eine Nase abhaben. Hier nochmal das Ganze in der TV-Kamera des Foss Indias von Nico Hülkenberg. Die fahren beide nach rechts und dann ja, Nase ist ab. Es fliegt noch ordentlich die Grashalme und Blätter teilweise. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Aber ansonsten hier schalte ich einfach mal mit durch, weil sich das Feld hier hinten jetzt so langsam staut. Dann will der eine überholen, dann haben wieder beide denselben Gedanken, dann kommt der eine zu sehr auf die Wiese und dann gibt es wieder hier bei Alonso in dem Fall vorne rechts ein Stück von der Nase ab. Und dann geht das wilde Gelenke weiter.
Hier hinten nochmal Alonso und eben Hülkenberg. Da hinten kommt wieder Bottas an. Da hinten schauten Männer. Und dann kommen eben auch wir bald, als wir eben hier noch mit rein sind. Da gab es nochmal einen Zusammenstoß kurz vor der Boxengasse. Also es war schon wieder sehr kurios, was die KI, wenn sie einfach mal einen Schaden hat, abliefert. Ja, abliefern ist ein gutes Stichwort, was hier einfach vom Spiel wieder abgeliefert wurde. Eben die Optik, in dem Fall einfach, was die Strecke uns gegeben hat und wie die Reifen einfach damit nicht zurechtkamen, als wir auf den Intermediates bei augenscheinlich passenden Bedingungen einfach nicht zurechtkamen. Wie wäre das Rennen gewesen, wenn es komplett trocken gewesen wäre? Tja, das ist mal wieder der Konjunktiv und das kann ich euch nicht beantworten. Wir haben einen ganz guten Vorsprung in Sachen Punkte in der Teamwertung, aber es kommt ja noch Abu Dhabi und meinen Rivalen will ich dennoch schlagen und vielleicht dreht Maldonado im letzten Rennen nochmal auf. Wir haben im Hinterkopf, dass Codemasters auch was in der Team- und Fahrerstärke verändert hat, siehe Sergio Perez. Also auf zum Saisonfinale und mal schauen, dann geht's ja auch bald in die dritte Saison, ob Lotus die Erststimme wirklich noch zählt. Also bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.